Ja, jedenfalls wunderschöne Grafik, oder? Mir gefällt die sehr, sehr gut. Aua, 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 aua. Nicht nett. Alter! Ratatatatat! Aua, 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 lass den Kunai stecken. Immer alle stecken lassen, meine Liebe. Da links ist ja schon der Elektroangriff bereit. Nee. Gut, wir fangen nochmal mit Sailor Moon an. Wunderschön. Ja, das ist einfach ihr bester Angriff, den sie hat. Von der Reichweite her einfach gehen schön. Ja, ist ein bisschen... Das ist natürlich auch sehr schön. Nee, 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 nee. Lauf damit. Komm mal rein ins Bild. Kann man dich gar nicht sehen. So. Batsch. Ach schön, ich spiele solche Kampfspiele hier. Ah, ich wollte ausweichen. Normalerweise nicht. Aber sie sehen immer so schön aus. Also macht auch echt Spaß. Nein, 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 nein. Aua. Ich hab komm sehen. Eieiei, liebe Leute. Geht doch mal weg da unten. Ich sehe doch nichts. Ja, ich wollte immer sagen, dass es nett ist, dass die Gegner erstmal hinfallen, wenn man wieder neu ins Spiel reinkommt. Aber immer wenn ich das sagen wollte, kam gerade irgendeine blöde Scheiße. Irgendein Bullshit, wegen dem ich wieder Geld einwerfen muss. So, Alte. Ja, fang. Oh. Warte, ich mal schnell hier ein Schokoriegel mit. Mal schnell aufsammeln. Komm her. Na, krieg ich dich gegriffen? Jawohl. Nein, nein, nein. Ja, ich behalte gerade meinen Superangriff noch so am Schlüssel. Oben sieht man auch neben unserer Punktzahl so drei Striche. Fünf ist das Maximum. Nein, 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 nicht hier, nicht den Kopf verlieren. Ja, das find ich finde es immer ein bisschen schwierig hier. Aua, 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 ey! Sah ja cool aus. Ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig, die Gegner auf Abstand zu halten. Ich meine, so ein Sprungangriff ist ein bisschen langsam. Der schnelle Angriff geht ein bisschen besser. Kyulin. Aha, hi, was geht? Und bei den Bossen habe ich, ich habe ja schon mal angezockt kurz, habe ich festgestellt, dass die beste Möglichkeit ist, die man hat. Normalerweise ist, dass man irgendwie die Gegner am Rand drängt. Na? Hey! Ja, 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 nochmal Geld anwerfen. Ja, die... Ja, komm, Sailor Moon. Gibt hier von Sack mit drei Kristallen. Ich kenne die Attacke nicht mehr. Ich kenne nur noch Mondstein, Flieg und Sieg. Au! Voll aus der Luft gegriffen. Also ich muss dich doch endlich mal treffen, meine Fresse. Habe ich dich jetzt endlich? Na also. Ja, ne, die Bosse. Hey, ich war gerade dabei. Der war gerade in der Ecke. Ja, auf zum Tokyo Tower. Wuhu! Und, oh mein Gott, Sailor Moon wartet schon. Ja, na gut, jedenfalls. Ne? Ja. Der Bossgegner, ich weiß nicht ganz genau, es ist immer dasselbe hier. Bossgegner. Mhm. Ich kann auch den hier machen, aber solange er in der Ecke steht, ne, der Gegner, ist alles gut. Aber ansonsten, aua, hey, nicht nett. Ja, ich finde komisch, dass das Spiel manchmal nicht richtig reagiert. Dass er dann in der normalen Attacke drin bleibt, obwohl ich ihm die hier befehle. Vielleicht darf man die auch nur so und so oft anwenden, hintereinander weg. Das ist auch gut möglich, genau um sowas zu verhindern. Nein, 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 ich habe dich gesehen mit deinem Scheiß. Aber naja. Wow.
Aua. Ich finde es schade, dass ich nicht blocken kann. Oder irgendwas tun kann, um Attacken abzuwehren, wenn ich sie sehe. Sailor Mars, die fand ich früher mal am heißesten. Also nehme ich die doch mal. Na komm her, Alte. Ich habe ein Kristall in meiner Tasche. Was? Ist jetzt irgendwas passiert? Oh. Achso. Wir haben außerhalb des Screens getroffen. Schön. Oh. Mhm. Sieht fast aus wie ein Krankenhaus. Erstmal irgendwelchen Leuten aufs Maul hauen. Wir sind ja schließlich hier nicht im gesunden Haus, also. Ah, cool. Ja, Sailor Moon greift ja mit ihrem... Au, Alter, oh, komm. Oh, was ist denn das für eine Scheiße? Sailor Moon greift nach ihrem Sprint ja mit ihren Fäusten an. Oh, was ist das? Leute, komm schon. Nein, warum? Ja, Sailor Mars. Die haben Fuß. Oh, dafür macht sich so eine komische Faust rundherum Attacke. Völlig sinnlos, komm her. Ja, puh, meine Fresse. Ah, okay, ihre Kunai kann ich das auch abwehren, wenn ich das möchte. Nein, aua, aua, aua. Wenn ich möchte, habe ich gesagt. Oh, war mit der Rückhand. Na, komm mal her, Alter. Das sieht immer ein bisschen böse aus. Am lustigsten finde ich es immer, wenn es richtig so einen Bitch-Slap gibt ins Gesicht mit der flachen Hand. Das finde ich immer schön. Freue ich mich immer ein bisschen. Nein, 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 nein. Auf damit. Außerhalb des Screens kann ich sie nicht treffen, aber sie mich sehr wohl. Nein, 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 tut mir nichts. Ja, schon wieder. Kann ich hier nicht meine Rundherum-Attacke einsetzen? Keine Ahnung warum. Vielleicht habe ich zu wenig HP dafür. Nein! Karateschlag. Ja, ja, ja. Ich habe alle ganz coole Klamotten an. Guck mal. Es war bestimmt kalt am linken Bein, aber naja. Ich nehme am Sailor Venus. Nein, 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 nein. Behalte deine Blitze schön in deiner Hosentasche. Fein, fein. Oh, cool. Ratatatatat. Ja, eine Reichweite, die Attacke ist der Wahnsinn. Könnt ihr eigentlich jeden Gegner besiegen, einfach nur, indem ich hier stehen bleibe und ha. Ha. Ah, jetzt geht's nicht mehr. Oh. Oh. Scheiße. Na, ja, weiß nicht, was es auf sich hat damit. Wie das ein super Angriff, Kristall. Komm mal her, Alter. Bitch. Ah, fein. Da freue ich mich immer ein bisschen. Ja, schön, dass die zum Schluss nochmal so einen Mundsicheltritt macht, nicht wahr? Bei ihrer Standardattacke. Also hier. Zack. Super Zeitung. Aua, 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 hör auf damit. Es werden ja immer mehr. Ja, theoretisch ist das der beste Angriff eigentlich. Macht echt übelst Schaden, aber. Müssen die Gegner auch erstmal vor uns stehen. Nein! Alter! Nope, 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 nope. Ja, ist aber fies, dass die Gegner hier einfach irgendwo sind. Guck mal. Achso, die sind wieder gedespawnt, oder wie? Na komm her. Na komm her. Nein, hör auf damit. Nicht nett von dir. Na, mehr Gegner. Alter, was? Was ist? Was ist denn hier los? Warum? Ach, die haben nur mal so einen Auftritt gemacht, die da rechts, ne? Oh, Kristall. Vielen Dank. Bam, bam, bam. Aufgenommen. So, noch jemand? Ne. Nein. Aua, 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 aua. Unfair. Sailor Jupiter. Ah ja, ganz genau. Das war die mit dem Breakdance, richtig. Aua.
Hör doch mal auf damit. Nein, 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 nicht den Kopf und Kragen riskieren. Ach, schön, schönes Spiel. Ja, Arcade-Games allgemein sind ja immer schön flüssig und haben tollsten Sound. Weil sie natürlich jedes Spiel auf spezielle Hardware rausgebracht wurde oder jedes Spiel, jede Software in Hardware gegossen. Ne? Es gibt quasi ein Motherboard für jedes Arcade-Game, wenn man so möchte. Meistens mit irgendeinem mit irgendeiner CPU drin, wie zum Beispiel hier mit dem Z80 oder irgendwelchen Soundchips, meistens auch mehreren. Hier weiß ich, dass ein Soundchip von Yamaha drin ist und dann noch irgendeiner dazu, ein zweiter. Ja, kam erst später so, dass die irgendwie Multipurpose wurden. Ja, und deswegen sind Arcade-Games so cool. Deswegen sehen die immer so wunderschön aus. Sind immer super flüssig, 60 FPS und so, ne? Das mag ich bei Retro-Games ja auch immer ganz besonders gern. Und, sehr hohe Farbtiefe. Komm her, Bitch! 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 Oha, oha, es lief gerade so gut. Nein, da war der Ellenbogen zu kurz. Na, komm her. Gut. Oh. Eine explodierende Tür und eine Falltür im Krankenhaus. Ja, seltsam, dass nicht noch andere Gegner kommen, oder? Das wundert mich ein wenig. Na gut, die sind echt die Schwächsten von allen. Die können wir ganz schnell kaputtboxen. Geil. Ja, so läuft das, ne? Zack. Aua, aua, aua. Wir haben gar keine richtige Aufstehanimation. Haben sie gespart. Ja, ich würde gerne auf den stärksten Angriff warten, auf den Stufe 5 Angriff. Aua, nein. Mädels, hör auf damit. Ah, da brauchen wir ganz schön viele. Aua, aua, ganz schön viel Kristalle. Vier. Sehr schön. Ja, ich habe noch einen Angriff, den ich nicht gezeigt habe, aber der ist irgendwie ziemlich nutzlos. Dazu müssen wir springen und dann kann ich nach unten angreifen. Also springen und in der Luft nach unten angreifen, aber der ist, ich weiß nicht. Aua, nein, der Tennisschläger ins Gesicht, aua. Der ist nicht so cool. Nein, 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 hör auf damit. Nein, 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 hör auf damit. Das fehlt mir noch. Oh. Guck mal her. Guck mal her. Mach dich her, Junge. Komm schon. Ja, normalerweise ist ja unser Angriff hier, das ist der normale Tritt. Und dann gibt es noch den, wo ich nach unten, quasi in der Luft, nach unten angriff. Der ist hier mit Knie. Ja, komisch, was er da ist, keine Ahnung. Der ist viel schwerer auszuführen. Hat viel kleinere Reichweite. Aua. Achso, ja, es ist wieder Zeit, Geld reinzuwerfen. Puh. Ja, heute gibt es In-App-Purchases, ne? Und früher ist man halt so zu seinem Geld gekommen. Ich habe nur einmal in einem Arcade-Automaten gespielt, aus einem echten. Und habe da irgendwie 40 D-Mark reingesteckt. Die ich kurz zuvor an einem Spielautomaten gewonnen hatte. Das war echt mega cool. Da hat man extra den Besitzer gefragt gehabt und ich habe von meiner Verwandtschaft Geld gesammelt. Von der Tante und von der Oma, bis ich 2 D-Mark zusammen hatte. Dann hat er dann 50 D-Mark rausbekommen gehabt aus dem Spielautomaten. Garoben. Aua, warum hast du eine Axt? Aua. Oh, ey. Das war ganz schön stark. Ja, das war jedenfalls... Oh, 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 komm schon. Das war jedenfalls super. Und kann ich sie jetzt kaputt bashen, einfach nur indem ich hier Button-Mashing mache? Ja. Das ist ein bisschen... Oh, hey. Alter, das zieht aber so viel ab. Meine Fresse. Ja, ja, ja. Achso, ich kann nochmal wechseln. Nee, nee, ich behalte mal. So, na dann komm mal her, Alter. 4 Kristalle reicht nicht für die ultimative Angriff, aber...
Und auch schön mit coolen Anime-Einblendungen. Das finde ich gut. Ah ja, Taxidomest kommt, um uns zu sagen, dass wir scheiße sind. Hey, du bist scheiße. Ja, da hilft er uns dann immer. Eigentlich müsste auch seine Rose noch rumliegen, die wir dann aufsammeln können, für maximal HP wieder auffüllen. Alter. Upsi, das war ein bisschen ungeschickt. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich an die rankommen soll, weil... Die Bossgegner, die trifft immer so unglaublich schlecht von den Hitboxen her. Yeah. Blocken oder ausweichen kann ich auch nicht. So eine Attacke hier zum Beispiel, da hätte ich nichts machen können. Null. Das regt mich dann immer ein kleines bisschen auf, aber... Wie gesagt, Arcade-Games, ne? Na also. Ja, und der Gegner hier kann auch ziemlich gut ausweichen. Komm her, komm her. Und ich glaube, wenn wir zu wenig HP haben, können wir die Attacke nicht mehr ausführen, habe ich so das Gefühl. Ach, leck mich doch. Gleich mal die halbe HP weg. Ja. Ja. Mehr Geld reinwerfen. Na komm, Stella Mars. Oh. Komm schon. Bleib doch mal liegen. Alter, komm schon. Meine Fresse. Hintergrund die ganze 90er-Jahre-Technik. CRT-Monitore und sowas.